Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen nochmal. Auch hier die Runde, die sich jetzt hier zusammengefunden hat. Frau Pils hat sie ja netterweise schon vorgestellt. Bevor wir aber anfangen, möchte ich Sie noch auf den Twitter-Account aufmerksam machen. Der Hashtag steht hier unten ganz rechts, Raute DPN14. Ich würde Sie einfach bitten, diejenigen, die eben Ihr Smartphone dabei haben, WLAN ist, glaube ich, zugelassen. Sie können sozusagen gleich schon Fragen stellen, die werden aufgenommen und werden dann sozusagen, nachdem wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten haben, einfach noch mit einbezogen. Also fühlen Sie sich einfach eingeladen, auch zwischendrin schon eine Frage, die sich Ihnen aufdrängt, einfach an den Twitter-Account zu senden. Unser Thema heißt ja, Privates muss privat bleiben. Wer schützt unsere Daten vor Google, NSA und Co.? Hier haben wir einfach zwei Riesendatenkraken, nämlich einmal natürlich das Wirtschaftsunternehmen Google, das einfach sein ganzes Geld damit verdient. Also das ist eigentlich sein einzigster Geschäftszweck, eben Daten zu generieren und eben mit Werbelinks eben sozusagen ihnen einen komfortablen neue Produkte anzupreisen und vielleicht auch welche auszugrenzen. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Sicherheitsbehörden, die eben Daten sammeln, wenn ihnen nicht wirklich Einhalt geboten wird. Also sprich, eben wenn es keine Vorratsdatenspeicherung gibt oder auch, wie es bei uns hier in Deutschland eben ist, also eine ganz starke Datenschutzszene gibt, auch die staatlichen Stellen gibt, die einfach darauf schauen, dass nicht jeder einfach wie wild Daten sammeln kann. Das Dilemma ist einfach, das Internet ist ja nun einfach gefeiert worden als das wichtigste Werkzeug zur Verbreitung der Demokratie. Und wurde aber jetzt, dank Snowden, nochmal deutlich gemacht, eigentlich zur Bühne des größten Überwachungsprogramms der Menschheit. Wir haben also als konstituierendes Merkmal eines Rechtsstaats ist einfach nur mal das, und auch einer freien Demokratie, dass es eben die verdachtsunabhängige Überwachung von Personen untersagt ist. Das ist seit dem 11. September mehr oder minder außer Kraft gesetzt worden. Der Kampf für Transparenz und die Freiheit des Internet ist eine der größten Auseinandersetzungen, die wir uns einfach stellen müssen und die wir auch, vor allem, glaube ich, auch für unsere Kinder führen müssen, weil die jetzt in eine Wertegesellschaft auch hineinwachsen, wo viele Sachen einfach nicht mehr wirklich durchdacht sind, wo man denkt, ach, es ist einfach alles kostenlos, es ist einfach ganz schick, statt wie wir früher vielleicht noch Zettelchen geschrieben haben an unsere Mitschüler, dass das Ganze über Twitter oder über WhatsApp oder sonst wie zu tun und einfach Sachen preisgegeben werden, die sie einfach gar nicht überblicken können. Genau diesen Fragen, also die wurden ja hier zum Teil eben schon auch aufgeworfen von Frau Hirsch und auch von Frau Pils, aber auch von Herrn Schulz vorher schon, ist es, dass wir uns die Frage auch stellen können, was ist uns überhaupt diese Privatheit wert? Wollen wir das einfach jetzt hier, einfach die Zeit ein bisschen nutzen, in dieser knappen Stunde, erstmal mit dem Podium, aber auch dann mit Ihnen zu diskutieren, um rauszufinden, vielleicht auch jeder für sich selber, was mache ich da eigentlich, was ist es mir das wirklich wert, bin ich auch vielleicht bereit, dafür auch was zu bezahlen, weil das ist ja der große Knackpunkt, dass viele da nicht mehr wirklich auch bereit sind, etwas auch dafür bezahlen zu wollen. Ich würde aber jetzt gerne mit Herrn Heller anfangen, der ja ein bisschen das Gegenprogramm zu diesen Sachen führt. Er sagt einfach, also als eben als Vertreter der Post-Privacy, also das ist einfach die Zeit, die nach der Privatheit eben kommt. Also um es einfach mal kurz zu definieren, ein Zustand, in dem es keine Privatsphäre mehr gibt und wo der Datenschutz einfach nicht mehr greift. Sie haben ein Buch geschrieben, das wurde vorhin schon mal vorgestellt, also Prima Leben ohne Privatsphäre, das klingt so ein bisschen wie Prima Leben ohne Fleisch oder ich weiß nicht, also es klingt so ein bisschen wie so ein Rezeptbuch und mich würde schon interessieren, also was ist die Chance, die Sie darin sehen, aber auch wie sieht denn so ein Zusammenleben einfach aus? Also vielleicht können Sie uns einfach ein bisschen so Ihre Ideen und Vorstellungen, Sie haben ja auch so ein Experiment mit sich selbst gemacht, einfach ein bisschen berichten. Ich habe kein sehr präzises Bild einer Zukunftsgesellschaft, in der es überhaupt keine Privatsphäre mehr gibt. Ich bin kein Prophet, aber ich nehme schon wahr, dass wir uns jetzt schon in einem Zustand befinden, wo es in ganz vielen Milieus einen, sagen wir mal, anwachsenden Verzicht auf so etwas wie informationelle Privatsphäre gibt. Also Privatsphäre in dem Sinne, was können andere Leute von mir wissen?
Das heißt nicht unbedingt, dass damit jede Form von Privatsphäre wegfällt, weil Privatsphäre ist ja ein vielschichtiger Begriff. Man kann damit auch meinen, was ich außerhalb des Jobs tue, auch wenn ich das öffentlich sichtbar tue, geht mein Chef trotzdem nichts an und der hat da nichts reinzureden. Solche Formen von Privatsphäre könnten vielleicht auch weiter existieren. Allerdings diese Gewissheit, auch dieses Schutzempfinden, das ich habe, dass ich in bestimmten Bereichen Dinge tun kann, ohne dass irgendjemand reinschnüffeln kann, das fällt halt immer weiter weg. Und ich glaube, man lernt halt zwangsläufig mehr und mehr, sich damit zu arrangieren. Also sprich, erst einmal genau zu scheiden, in welchen Bereichen ist denn diese Art von informationeller Privatsphäre etwas, was wirklich wichtig ist für mein Wohlbefinden, für meine Freiheit, dafür, dass ich autonom Entscheidungen treffen kann. Und in welchen Bereichen ist das ein vielleicht etwas unangenehmer, aber trotzdem nicht absolut kritischer Verlust. Ich glaube, in vielen Bereichen wird halt auch tatsächlich dieser Verlust ein bisschen auch davon aufgefangen, dass wir beispielsweise jetzt auch durch diese zunehmend vernetzte und digitale Gesellschaft in einer Welt leben, in der etwa die Kommunikation untereinander sehr viel leichter fällt in vielen Zusammenhängen. Das hilft beispielsweise marginalisierten Gruppen oder bestimmten Nischengruppen sehr viel eher zueinander zu finden und etwa ihre bisher an den Rand gedrängten Interessen zu vertreten und sich untereinander darüber auszutauschen, einander sichtbar zu werden, auch gerade vielleicht bei Themen, die tabuisiert sind und wo man vorher eher sich versteckt hat und sich nicht so breit damit in die Öffentlichkeit gestellt hat. Aber das würden Sie da anonym machen? Oder würden Sie das dann auch einfach unter Ihrem Klarnamen sozusagen, ich meine, wenn Sie sich als sozusagen als Randgruppe ja gefühlt haben und jetzt plötzlich durch das Internet mit Klarnamen es allen auch erzählen, also jetzt nicht nur Ihren Nachbarn, vor denen Sie es vielleicht schützen wollten, sondern jetzt wissen es dann alle von Ihnen, ich meine, das, also Entschuldigung, wenn ich, aber das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen... Ja, also in der Praxis unwillig. Passiert es tatsächlich zur Hälfte anonym und zur Hälfte mit Realnamen. Also wenn man sich das so anschaut, es gibt ganz viele Bereiche, ganz viele Foren im Netz, wo Leute über extrem tabuisierte Themen miteinander reden und sich austauschen und das vor allem auch deshalb recht mutig tun, weil sie dort halt das anonym oder mit Pseudonym tun können. In anderen Bereichen fällt allerdings auch immer mehr Menschen leicht, einfach mit ihrem Namen dann durchaus dafür einzustehen, dass auf ihrem Facebook-Profil dann halt noch andere Dinge stehen, die man vielleicht vorher nicht diesem großen Personenkreis mitgeteilt hätte, die man es jetzt automatisch mitteilt, wenn man irgendwie seinen Status updatet. In beiden Fällen allerdings hat man den Zustand, dass sehr viel mehr von dem, was vorher verborgen war, an die Öffentlichkeit gelangt. Vielleicht mit einem zugeordneten Namen, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle allerdings ist der Bereich, der abgebildet ist und für andere Leute zugänglich und sichtbar, immer weiter gewachsen. Und ich glaube schon, dass das beispielsweise etwas ist, was durchaus eine Gesellschaft auch offener machen kann und eine Gesellschaft auch in eine freiheitliche Richtung lenken kann. Andere Aspekte sind natürlich, dass beispielsweise etwas wie Transparenz auf diese Weise sehr viel stärker hergestellt werden kann. Also ein Beispiel, wenn immer mehr Menschen mit ihren Smartphones und damit ihren kleinen Kameras durch die Welt laufen, häuft sich dann auch natürlich die Aufzeichnung von so etwas wie etwa Polizeigewalt, die in solchen Situationen dann sehr viel leichter und direkter aufgezeichnet werden kann. Das heißt, in dem Sinne wird die Macht transparenter gemacht durch solche zunehmende Erfassung der Welt durch datenerfassende Maschinerie. Ja gut, aber das haben wir ja schon selber durch die Videoüberwachung, also ich meine, nachdem die ja nun alles, also das wird ja schon aufgezeichnet, würde ich jetzt mal sagen. Also ja gut, aber die Videoüberwachung ist ja in erster Linie einigen wenigen, sagen wir mal, Machtapparaten zugänglich, die recht genau bestimmen, was von dem, was da aufgezeichnet wird, öffentlich zugänglich gemacht wird. Gut, aber das haben wir ja jetzt auch gerade durch diese ganzen, also was jetzt gerade diskutiert wird, ist ja, dass in Autos jetzt, dass jeder sein Fahrverhalten selber aufzeichnen kann und wir natürlich dann praktisch parallel auch noch durch alle, die uns über den Weg springen, auch noch mit aufzeichnen, dass genau diese Probleme, die gerade Wohnungseigentümergemeinschaften ja haben, dass einfach alles einfach mit Videos überwacht wird. Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu der Gesellschaft kommen. Da würde ich auch gerne Herrn Professor Filipovic eben fragen. Also diese Idealvorstellung der Post-Privacy-Bewegung ist ja, dass eine Gesellschaft, die Privatsphäre nicht mehr nötig hat, weil es einfach keine Diskriminierung mehr gibt. Also das ist ja so das große Motto oder die Definition, die man überall auch liest, was diese Gesellschaft eigentlich ausmacht. Das heißt, wenn ich alles von den anderen weiß, leben wir alle wunderbar und glücklich zusammen. Ist immer überspitzt gesagt. Aber
Also gerade weil Sie auch eben Ihre Arbeitsschwerpunkte eben Ethik der digitalen Öffentlichkeiten eben ist, also Internetethik. Wie kann denn so eine Gesellschaft überhaupt aussehen? Würde sowas überhaupt funktionieren? Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass also so eine Gesellschaft ohne Barrieren, die dann einfach alle miteinander kommunizieren und damit auch glücklich sind. Also ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also mich würde das sehr interessieren. Also ich glaube, dass sowas schon funktionieren kann. Man müsste sich halt dran gewöhnen über einen langen Zeitraum. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Punkte, wenn wir hier über eine Neusortierung vom Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit reden, dass das zu einem großen Teil Sache von Kultur auch ist. Also wie wir uns miteinander verständigen, immer in Abhängigkeit natürlich zu bestimmten technologischen Entwicklungen, aber unser Konzept von Privatheit, über das wir jetzt hier offenbar normativ anlegen, ist ein Produkt der bürgerlichen Öffentlichkeit. Vorher sah das anders aus. Das heißt, es ist ein allgemeiner Verständigungsprozess, glaube ich, wie wir sozusagen mit unserem Privatraum umgehen und was wir sozusagen für die Öffentlichkeit reservieren. Also auf Ihre Frage, glaube ich, das kann so aussehen, dass sozusagen es keine informationelle Privatsphäre mehr gibt. Man muss sich dann nur auf die Probleme irgendwie einstellen, die dadurch entstehen. Das heißt, sozusagen Fehlverhalten wird dann natürlich auch öffentlich besprochen, wie wir es ja in der Mediengesellschaft sehen. Sagen Celebrities und der Star-Kult und alles das, was dort öffentlich gemacht wird, bis ins kleinste Detail, wird dann zu normativen Leitlinien und so weiter. Also ich versuche das immer so zu beschreiben, dass wir gesellschaftlich gerade einen riesigen Menschenversuch machen und keiner weiß noch nicht, wo es so genau hingeht, aber alle denken, ja, also es könnte schon gut werden. Und solange der Primat der Politik noch irgendwie da ist, das ist ja auch Ihr Statement, wir können es noch gestalten, und mal sehen, was daraus wird. Und dass dann sowas wie Eliten dadurch entstehen, dass eben, wenn ich mir jetzt, also was Herr Schulz uns vorhin erzählt hat, der einfach da schon richtig fit drin ist und der einfach das auch alles versteht. Und wenn ich mir jetzt das einfach anschaue, mich anschaue, meine Familie anschaue, meine Kinder sind deutlich fitter, als ich das bin, ist es nicht so, dass da einfach so ein wahnsinniges Ungleichgewicht auch entsteht? Und ich meine, dass dann plötzlich Leute kommen, weil sie einfach ein bisschen fitter sind in der Technik, Sachen machen können, die mich eigentlich so als normalen Bürger, sage ich, eher eigentlich abschreckt und ich einfach genau das, was ich eigentlich propagiere, dass ich sage, ich habe eine freie Gesellschaft, es gibt keine Barrieren mehr, es ist die Tugenden und wie gesagt, die Bürgerpflichten sind zum Wohle aller, hebelt sich sozusagen selber damit aus. Also ich frage jetzt nur einfach mal so etwas nach. Ja, also das sind zwei Aspekte, wichtige Aspekte, die Sie andeuten. Einmal ist es eine Generationenfrage. Also es gibt die jungen Leute gehen natürlich, weil sie anders aufgewachsen sind, in einer anderen Mediengesellschaft mit anderen Gadgets und Technologien, gehen sie natürlich selbstverständlich damit anders um und haben auch ein anderes Verhältnis zu ihrer Privatsphäre. Da stimme ich Ihnen völlig zu, dass die Privatsphäre nie verschwinden wird. Also es gibt immer noch, die verschwinden immer noch hinter der Schule und wollen nicht gesehen werden bei dem, was sie tun. Aber in anderer Hinsicht wird sich das neu sortieren. Und auf der anderen Seite, da gebe ich Ihnen völlig recht, hat es was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun, was hier passiert. Weil das, was die Chancen, die sich bieten, bieten sich nur für wenige. Nämlich die gut ausgebildet sind, die mit Sprache sehr gut umgehen können, die sehr, sehr schnell auffassen können, was dort passiert, die viele Informationen gleichzeitig aufnehmen können, sortieren können. Und das, da muss man sehr gut für ausgebildet sein, da muss man auch hineinwachsen können. Und das ist eine immense Aufgabe für Gesellschaft, hier Kompetenzen sozusagen zu verteilen oder zu ermöglichen, dass Menschen sich mit Kompetenzen versorgen können. Vielen Dank. Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Ladenvogt. Sie hatte in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie eben den Datenschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen, aber die Datenschützer nicht als Gouvernanten sehen, sondern sagen, jeder muss auch ein bisschen was dazu tun. Und also mich würde es einfach mal interessieren, auch gerade jetzt von der Bundesbeauftragten für den Datenschutz eben, was ist eigentlich Ihre Einschätzung, einen zeitgemäßen und damit auch einen machbaren Datenschutz zu machen? Also das ist eigentlich was sehr, wie ich finde, sehr schwierig ist. Und wie sehen Sie auch gerade diesen Trend, was wir vorhin auch gehört hatten, mit Big Data oder auch Smart Data, also eben mit der, wenn der Kühlschrank plötzlich irgendwie sich selbstständig macht? Ja, vielen Dank und guten Abend zunächst mal. Das sind natürlich eine ganze Menge Fragen. Ich würde gerne ein bisschen an Frau Hirsch und auch bei Frau Pilz anknüpfen und sagen, natürlich ist auch aus Sicht
der Datenschützer in Deutschland und ich denke auch in Europa, der Ansatz einer Datenschutzgrundverordnung sicher ein ganz guter Weg. Es gibt da eine ganze Reihe Kritik, auch gerade aus Sicht eines technologischen Datenschutzes an der Grundverordnung, aber das will ich jetzt nicht hier sozusagen oder zumindest noch nicht ausbreiten. Wenn Sie da Bedarf haben, können wir da sozusagen auch die aus meiner Sicht zumindest kritischen Seiten des Entwurfs diskutieren. Ja, was macht einen zeitgemäßen Datenschutz aus? Ich denke, ganz entscheidend, und das war bei meinen Vorrednern jetzt hier in dieser Runde, so sehe ich bei dem einen oder anderen sozusagen auch im Detailzug vielleicht dazu neige, leicht andere Einschätzungen zu haben, zumindest so persönlich leicht andere Einschätzungen. Ich denke, was sehr stark da war, war, dass die Möglichkeit in irgendeiner Form erhalten bleibt der Selbstbestimmung. Ja. Ich habe nichts, nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, gegen Facebook und Twitter und WhatsApp. Ja. Ich denke, solange ich selbst entscheide, solange ich selbst bestimmen kann, mit welchen technischen Diensten ich mich umgebe, was ich wie intensiv nutze, ob ich Klarnamen verwende, ob ich Pseudonyme verwende etc., solange gibt es aus meiner Sicht zumindest keine Anforderungen eines Datenschützers, hier groß etwas zu ändern. Ja, das ist dann schon ein gesellschaftliches Problem. Wenn jetzt alle zu Facebook rennen, dann ist das so. Man mag das, der ein oder andere mag das bedauern, der ein oder andere mag vielleicht auch hoffen, dass es mal Alternativen gibt und Ähnliches. Aber ich denke, zunächst mal ist das ja die Entscheidung, die ich auch zu respektieren habe. Ja. Dann, wenn sozusagen, ich würde sagen, da braucht man gar nicht groß zu differenzieren, ob es um die Unternehmen, die hier zum Teil schon genannt wurden, aber da gibt es noch sicher neben Google noch etliche andere, ob die Unternehmen oder ob staatliche Stellen dann Daten sozusagen vielleicht ganz ohne meine Einflussmöglichkeit über mich sammeln, über mich auch länger aufheben, in einer Form verarbeiten, die mir nicht erkennbar ist. Ja, dann fangen sozusagen für mich zumindest die Probleme an. Ja, um ein weiteres Beispiel, es sind ja schon viele Prominente genannt worden, das ist halt so, wenn selbst so zunächst vielleicht harmlos klingende Dinge wie Geolokalisierung, wenn Sie halt Ihr Auto in, nehmen wir nicht München, nehmen wir Hamburg, in einer bestimmten Straße haben, ja, dann wird möglicherweise der Autohändler von einer Luxusmarke sagen, Ihnen kann ich leider keins verkaufen, ja, weil in der Straße sind halt bestimmte Vorkommnisse mit Autos, sind halt bestimmte Einkommensdaten sehr genau bekannt. Ja, weil man das heute sehr genau auch über Statistik sozusagen zuordnen und zuweisen kann, ob Sie jetzt Glück oder Pech haben, dann eben in einer Straße wohnen, wo die Versicherung vielleicht von vornherein etwas teurer ist oder gar kein Angebot abgibt. Solche Dinge, auch da kann man natürlich zunächst mal sagen, sollte vieles vielleicht der Markt oder die Wirtschaft regeln. Ja? Aber solche Dinge müssen halt transparent sein und müssen erkennbar sein. Also gerade Transparenz ist natürlich auch so ein bisschen das Allheilmittel, das also natürlich auch immer ins Feld geführt wird und sagt, es muss alles transparent sein. Wobei man dann schon sagen, auch unterscheiden muss, ist es ein Wirtschaftsunternehmen oder ich denke, es ist dann schon noch ein Unterschied, ob es der Staat letztlich oder die Sicherheitsbehörden eben sind. Die Frage natürlich, klar, wenn die Daten von Wirtschaftsunternehmen mit dem Staat verknüpft werden, wie Sie auch gesagt haben, das ist eine klare Frage von Transparenz. Aber ich denke, es gibt schon auch man kann nicht einfach alles leaken. Also das ist, denke ich, das andere Extrem sozusagen, ja. Dass man dann nur sagt, um der Transparenz willen, wenn dann einfach auch, sei es nun auch Agenten oder sonst was, also jetzt plötzlich irgendwie bekannt werden, das darf und soll auch nicht sein. Also das ist schon... Entschuldigung, ich stimme Ihnen da natürlich zu. Ich sage ja auch nicht, dass sozusagen jeder Sachverhalt, ne, also auch der, um ein prominentes Beispiel zu nehmen, auch die Bundesbeauftragte erhält gelegentlich Anfragen, ob das Bundeskriminalamt einen Vorgang über die Person, die anfragt, hat. Und natürlich wird eine Polizeibehörde, die sozusagen jetzt gegen Herrn oder Frau X ermittelt, nicht unbedingt Herrn oder Frau X die Auskunft geben wollen, Informationsfreiheit, Entschuldigung, hin oder her, dass man jetzt gerade ermittelt. Ja, das ist sicherlich völlig in Ordnung. Ja. Ja, aber ich möchte schon, dass sozusagen, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder ein Autohersteller oder eben
Konsequenz einer neuen EU-Vorschrift. Ich möchte schon sozusagen wissen, dass der Bürger ausreichend informiert ist. Wenn meine Daten bei, ich nehme mal ein anderes Beispiel, bei Facebook landen, dann sind sie, ich glaube, so lauten die Geschäftsbedingungen immer noch, Eigentum von Facebook. Ja, sie sind Eigentum von Facebook. Es sind nicht mehr Ihre Daten, es sind die von Facebook. Und Sie haben sie selber dort abgegeben. Insoweit sind wir da auch bei einem Element, was natürlich unter rechtlichen Gesichtspunkten im Datenschutz immer gerne kritisch gesehen wird, nämlich das Element der Einwilligung. Sie waren einverstanden sozusagen, indem Sie auch selber gehandelt haben. Da stellt sich natürlich immer die Frage, jetzt komme ich wieder zu dem Schlagwort Transparenz, inwieweit passiert Einwilligung heutzutage sozusagen in ganz, ganz vielen Geschäften, was den Datenschutz anbetrifft, ausreichend informiert. Ja. Inwieweit erkenne ich die Konsequenzen aus diesem Einbau irgendeiner weiteren Box in meinem Auto? Inwieweit erkenne ich die Konsequenzen aus irgendeinem Sonderangebot meiner Krankenversicherung oder Ähnliches? Hm. Vielen Dank. Ich darf noch vielleicht einen Punkt, der mir gerade einfällt, der vielleicht hier noch nicht angesprochen worden ist, ganz deutlich machen. Ich denke, man muss ganz viel sicherlich auch diese Generationenfrage, sie ist schon zweimal oder dreimal aufgetaucht hier, sehen. Ich gehöre nicht zu denen, die unbedingt jetzt das große Vertrauen in die Jugend in dem Sinne haben, dass da der Umgang besser oder gar informierter sei. Und da sage ich mal an die Adresse auch der Politik, auch vielleicht gerade der Länder, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht auch, dass wir lernen, mit Informationstechnik eigentlich souveräner umzugehen. Und das ist etwas, wo ich denke, wo das Bildungssystem auch eine Aufgabe hat. Also wo die Schulen, wenn Sie so wollen, nicht die Hochschulen, sondern die Schulen, die Grundschule, die Hauptschule und das Gymnasium und so weiter, eigentlich einen Auftrag hätten, aus meiner Sicht, Datenschutz und auch Grundlagen einer Informationstechnik, ich will es mal so ausdrücken, zu vermitteln. Vielen Dank. Liebe Frau Hirsch, jetzt habe ich aber auch noch ein paar Fragen an Sie, weil Sie natürlich so ganz nah an der EU dran sind und Sie natürlich da auch mitarbeiten. Nur noch ganz vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Ich weiß nicht, ob Sie es heute gelesen haben, dass es wurde jetzt von Ihrem früheren Chef, Herrn Schaar, gepostet, dass also jetzt auch ein US-Gericht hat jetzt auch die Möglichkeit, eine Beschlagnahme auch der im Ausland befindlichen Server, eben auch wenn es um US-Unternehmen geht oder um einen Sachverhalt, auch hier in Deutschland sozusagen auch die Daten zu beschlagnahmen. Also die Amerikaner haben sich das jetzt einfach mal selber rausgenommen. Also das ist nochmal umso wichtiger ist eben, wie Sie gesagt haben, dass es eben die Vorratsdatenspeicherung einfach jetzt mal ein Riegel vorgeschoben wird. Und dennoch hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar, ich meine, wir leben da von diesen künftigen digitalen Innovationen und die machen ja auch unser Wirtschaftsleben auch aus. Also ich meine, gerade Deutschland macht sehr viel in diesem Bereich und möchte natürlich auch Unternehmen zu sich einladen, auch ausländische Unternehmen, weil wir natürlich auch deren Steuern gerne haben. Warum nicht? Also ich finde, das ist auch nicht verwerflich. Allerdings ist natürlich immer die Frage, wie wird gleichzeitig diese Privatsphäre geschützt? Also ist es ein Widerspruch oder ist es ein Widerspruch, der aufgelöst werden kann, weil man sagt, man kann beides einfach machen. Es ist vielleicht momentan bequemer, einfach nichts zu tun, weil passiert ja nicht viel. Und wenn es mal eine Sanktion geben sollte, die könnte man immer noch aus der Portokasse bezahlen, sage ich jetzt mal. Oder ist es einfach, wäre da auch gerade die Politik eben gefordert, einfach da zu sagen, Leute, wir wollen ein Mindestmaß und ihr müsst eben auch wiederum die Transparenz eben deutlich machen. Bei den Autos habe ich letztens gelesen, 17 SIM-Karten, nicht eine. Also das ist irgendwie, und selbst die Zulieferer untereinander wissen nicht, welche andere SIM-Karte eben da drin ist. Also das heißt, wenn jemand, der für die Bremsen zuständig ist, der sagt Ihnen Ihre Bremsen, aber der andere mit dem E-Call weiß es eben nicht und umgekehrt. Also, aber vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen. Also gerade, wie ist es ein Innovationshemmnis, der Datenschutz, oder kann man das wirklich eigentlich auch beides miteinander verkaufen? Also ich denke, dass es kein Widerspruch ist. Also wie schon gesagt, technisch ist natürlich immer alles möglich. Und die Aufgabe meines Erachtens auf der einen Seite von Politik ist es eben, über Gesetze diese Rahmenbedingungen festzusetzen. Aber was eigentlich vor der Politik stattfinden muss, ist eigentlich der gesellschaftliche Diskurs auch darüber. Also ich kann absolut akzeptieren, wenn jemand sagt, mir ist das entweder egal oder ich fühle mich sogar wohler, wenn jeder alles über mich weiß, weil ich damit
offener lebe und so weiter. Also ich finde, das ist für mich absolut in Ordnung. Ich erwarte aber oft bei Umkehrseite, und das ist sozusagen meine Erwartung an den gesellschaftlichen Diskurs, dass man eben auch die Personen, die sagen, ich möchte in einzelnen Bereichen oder vielleicht auch sehr viel mehr als andere, meine Daten geschützt haben. Also ich möchte diese Alternative. Und ich glaube, oder es ist definitiv sicher, dass es die Möglichkeit dazu gibt. Also das ist einfach der Punkt. Und vielleicht ist das sogar eigentlich einer der Wettbewerbsvorteile für zukünftige europäische Produkte im IT-Sektor, weil man eben unter Umständen genau mit einem europäischen Datenschutz eine Marktnische erreichen kann für die Menschen, die eben sagen, uns ist das wirklich wichtig. Also ich sage immer so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit dem Bio-Lebensmittel. Jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er auch unter Umständen auch vielleicht mehr ausgeben möchte für diese Bio-Lebensmittel. Ich kann mich entscheiden, meine komplette Ernährung auf Bio umzustellen. Ich kann mich aber entscheiden, auch nur einzelne, was weiß ich, nur das Gemüse oder nur Eier von freilaufenden Hühnern zu nehmen, dergleichen. Also ein selbiges erwarte ich sozusagen auch in der Privatsphäre, im Datenschutz, dass ich sage, okay, im Gegenteil, E-Call finde ich super, weil ich bin ein Vertreter, ich fahre so viel rum, für mich ist das wirklich ein Schutz, wenn ich da nachts vielleicht schon mit halb geschlossenen Augen noch fahre und dann wirklich im Falle des Falles einen Schutz bekomme. Kann auch jemand anderes sein, der sagt, nein, im Gegenteil, aus irgendeinem Grund möchte ich das genau nicht haben. Also diese Wahlfreiheit für den Einzelnen auch zusammenzusetzen, wie soll das aussehen? Und das ist meines Erachtens kein Widerspruch zur Innovation, sondern es ist unter Umständen sogar ein Bereich in den Angeboten, die wir jetzt teilweise auch noch nicht haben, die eben gerade durch europäische Start-ups, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die auch schlau sind, also es ist ja nicht so, dass bei uns keiner davon eine Ahnung hätte, das auch entwickeln könnte und als Angebot mit auf den Markt stellen kann. Und das ist sicherlich dann zum Beispiel etwas, wo man auch ganz klar sagen muss, dann hat man auch eine gewisse Unabhängigkeit entwickelt von der USA. Weil was ich komplett falsch halte oder was ich nicht glaube, dass passieren wird, dass die USA auf einmal das europäische Verständnis von Privatsphäre und Datenschutz annimmt. Also ich finde es sehr gut, dass man einen Dialog tritt mit der USA, also bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, das ist absolut notwendig, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir quasi jetzt in diesem Dialog die USA einmal quasi 180 Grad bei dem Datenschutzverständnis umdrehen. Das ist bei denen auch gewachsen, so wie es bei uns gewachsen ist. Insofern sind das unsere unterschiedliche Verständnisse. Wir haben sogar innerhalb der EU auch ein gewisses Gefälle, also da sind sicherlich die Deutschen auch besonders sensibel für das Thema Datenschutz. Andere Länder weniger. Also auch das einfach so stehen zu lassen, aber eben den Einzelnen dieses Angebot zu geben. Und ich glaube nicht, dass das im Widerspruch steht zur Innovation. Aber die Internetgesetze, also nehmen wir jetzt auch jetzt mal gerade die Datenschutzgrundverordnung, ich glaube, der Trilog findet schon statt, also wenn ich das richtig sehe, der findet schon statt auf der Arbeitsebene. Es ist halt noch sozusagen das offizielle nach außen, auch was die politischen einzelnen Parteien eben davon sich geben, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich denke mir, sie wird kommen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also ich habe da auch so viel Vertrauen, dass sie den letzten Zügen, Frau Redding, das einfach noch mal richtig ordentlich schubst. Aber auch wenn wir diese Datenschutzgrundverordnung haben, wird ja auch immer wieder groß angezweifelt. Es war eine große Sache jetzt auch in der FAZ eben, wo Herr Döpfner auch nochmal gerade jetzt auf Google abgezielt hat. Einfach wo man sagt, kann man solchen Datenmonopolisten, also ich will jetzt nicht immer nur auf Google, es gibt, wie gesagt, wie Sie sagten, es gibt auch andere, aber jetzt einfach nur mal, weil es auch so hübsch in unserem Titel drin stand, nehme ich das jetzt einfach nochmal her. Wie kann man denen denn überhaupt Einhalt gebieten? Also ich meine, die momentanen Gesetze geht es nicht. Selbst nicht mehr über das Kartellrecht habe ich mich belehren lassen, weil es einfach da keinen Ansatz gibt. Also was kann man denn dann tun? Also ich meine, es würde auch zum Beispiel, das würde mich einfach interessieren, wäre das auch eine Sache, dass man einfach sagt, man lässt sich seine Daten bezahlen, also ich gebe sie jemand und das Unternehmen bezahlt mich, beziehungsweise ich bekomme dann aber wirklich aktiv meine, also wenn ich eine Information haben will, dann sage ich, okay, das wäre auch wieder was wir vorhin mit Transparenz hatten, ich gebe dir meine Daten, aber dafür kriege ich das umsonst. Und wenn ich das eben nicht will, bin ich bereit, dafür zu bezahlen. Ich meine, suche ich dann, ich weiß nicht, 0,01 Cent, dann irgendeine Suchabfrage, vielleicht
daddel ich auch nicht die ganze Zeit vom PC rum, sondern überlege mir halt, wenn es jetzt jedes Mal was kostet, ob ich das wirklich alles angucke. Also ich habe das mir gestern mal so überlegt, nachdem ich alle über Sie was noch versucht habe rauszufinden, habe natürlich auch nur die Informationen bekommen, die Sie selber in Wikipedia autorisiert haben und mir auch nicht. Aber wäre das eine Idee? Also ich meine, das ist ja letztlich das Problem der EU auch, dass wir einfach sagen, was machen wir denn mit denen? Also das eine ist natürlich, also die Datenschutzgrundverordnung, so hundertprozentig glücklich bin ich noch nicht, also ich auch noch nicht zuversichtlich, dass sie kommt, weil jetzt erstmal 2014 wird relativ wenig offiziell auch politisch passieren, also bestenfalls 2015. Und ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, 2015, wenn man sich das dann anschaut, die Verhandlungen, dann sind wir 2016 fertig, dann brauchen wir nochmal 2 Jahre, bis die Verordnung umgesetzt wird und gültig ist, dann sind wir 2018. Dann kann man eigentlich wieder von vorne anfangen, weil wahrscheinlich hat sich die Welt schon einmal wieder komplett weiterentwickelt. Also ich glaube schon, dass man jetzt nicht immer den Zeitpunkt weiter und weiter und weiter rausschieben kann. Ich gebe Ihnen recht, dass sie noch nicht hundertprozentig perfekt ist. Nur die Frage ist, wenn man immer darauf wartet, bis alles hundertprozentig perfekt ist, dann ist, glaube ich, im Internet einfach das falsche Verständnis, weil Internet sich quasi jede Minute weiterentwickelt. Und insofern ist das jetzt nicht so, dass man da schon mal sozusagen, also man muss einfach dann irgendwann mal auch sagen, okay, mit den Standards, die wir jetzt kennen, man versucht relativ offene technische Standards auch festzuschreiben, muss man dann auch irgendwann mal sozusagen politisch zu Potte kommen. Das andere ist sozusagen dieser ganze Bereich, Monopolisten letztendlich oder wenige, die aktiv sind. Also mein Verständnis davon wäre durchaus, dass auch hier die EU-Kommission aktiver werden könnte. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann. Kontrolle dann auch. Also eine stärkere staatliche, also dann auch eine europäische Kontrolle, ja, oder? Also wirklich über Wettbewerbsrecht. Also das eine ist sozusagen, man kann sicherlich nicht verorten, so es gibt jetzt die europäische Suchmaschine. Es muss sich schon auch was entwickeln, was genauso gut ist, weil sonst wird es auch nicht angenommen. Also das kann man nicht sozusagen politisch verschreiben. Aber was man durchaus machen kann, und das ist zum Beispiel was ich im Moment nicht sehe, andersrum gesagt, ich habe im Moment den Eindruck, dass die Kommission immer noch sehr stark in einem alten Verständnis von Wettbewerb denkt mit alter Industrie. Also der Kommissar sagt zum Beispiel, ach, jedes Unternehmen wird sich früher oder später auch wieder überleben. Das war bisher immer so und dann hat sich die Sache auch wieder erledigt. Diese Theorie kann man vertreten oder andersrum, in der Vergangenheit war es auch so. Man kann aber auch, und das habe ich eher den Eindruck, dass hier im Moment sich einzelne Firmen, Unternehmen, also Unternehmen platzieren, die eben einen derartigen Vorsprung haben, eine derartige Machtfülle auch haben durch diese Datensammlungen, dass sich das eben nicht im selben, Rhythmus abläuft, wie das bisher üblich war in der normalen Industrie, in der normalen Wirtschaft. Und in dem Moment muss ich natürlich dann mir schon Gedanken darüber machen, wie kann ich diese Monopole aufbrechen. Und da haben wir ja verschiedene Google-Fälle sozusagen auch bei der Kommission liegen. Es ist ja nicht so. Also das vielleicht im Moment bekannteste ist diese Suchmaschine, die dann verschiedene Produkte vorführt. Also zum Beispiel, wenn Sie nach einem Grill suchen, dann gibt es eben auf der Suchmaschine von Google gibt es Grille, die angeboten werden von Google-nahen oder eigenen Anbietern. Und jetzt wurde sozusagen Google dazu verpflichtet, auch Alternativanbieterunternehmen anzuzeigen. Das ist zwar der erste Schritt, aber man muss natürlich ganz klar sagen, die zahlen dann schon wieder dafür, dass sie eben dann angezeigt werden und wenn sie angeklickt werden. Also da ist schon wieder ein neuer Mechanismus drin, wie sich Google sogar Geld verdienen kann. Und das sind dann die Momente, wo ich sage, ich glaube, in der Kommission ist dieses umfassende, was Google ist, dass das nicht ein Sparte einer Branche ist, sondern dass das einfach eine Bandbreite durch das gesamte Leben, durch die alle Branchen ist. Das ist bei der Kommission noch nicht angekommen, weil die wirklich noch in einer alten Welt irgendwie lebt. Da würde ich gerne auch noch mal auf Sie zukommen, Herr Professor Filipowitsch. Was ich also denke, das ist halt einfach, dieses Umdenken ist ja auch wirklich etwas, was auch eine Wertediskussion eben ist. Und das einfach gelten unsere alten Werte, sage ich jetzt noch, weiterhin auch im Internet. Also wie gesagt, sowas wie Ehrlichkeit, dass man auch Rücksichtnahme, auch Anstand, also es sind sowas ganz althergebrachte Sachen. Und wäre das nicht auch eine Möglichkeit, also neben diesen Internetgesetzen eben, dass man die Gesellschaft auffordert, eine eigene Internetkultur sozusagen zu machen, dass man sagt, man gibt sich selber
man hat es ja bei, zum Beispiel bei den Versicherungen, weiß ich, dass die haben so eine Art Code of Conduct, dass man sagt, also es gibt bestimmte Sachen, da verpflichten wir uns, dass wir das tun. Wäre das auch möglich, also so sage ich jetzt mal, aus diesem Gedanken heraus zu sagen, man strebt sozusagen parallel zu der Gesetzgebung, die dann auch die Sanktionen alle machen sollen, aber auch so eine Art Selbstverpflichtung eben an. Das würde ja auch ein bisschen, auch Herrn Heller, Ihrem Modell ja entsprechen, dass es sich irgendwann mal so alles in Friede, Freude, Eierkuchen auflöst. Also jetzt mal böse oder überspitzt zu sagen. Also ich glaube, dass es was mit einer Werteorientierung und einer Wertediskussion zu tun hat. Ich glaube, dass es erstmal auch auf der Ebene, die Sie jetzt geschildert haben, also die Frage, inwieweit eigentlich eine aktive Verbraucherpolitik gemacht wird in Sachen Internetdienste, das hat was damit zu tun. Also das ist ja irgendwie alles seltsam uninspiriert. Und es gibt ja, und Medienpolitik und Internetpolitik ist in den Wahlkämpfen einfach kein Thema. Sie werden es erleiden, sozusagen. Aber vor allen Dingen auch in dem letzten deutschen Wahlkampf, das kam einfach schlicht nicht vor. Und das ist, und wenn man sich überlegt, wie in den 80er Jahren sich die Politiker gefetzt haben um die Neuordnung der Medienlandschaft in Deutschland mit der Einführung des privaten Rundfunks, und da sind ja die Änderungen, in denen wir jetzt stecken, weitaus sagen nachhaltiger und intensiver. Also es gibt sozusagen gar keine Idee, nach der es sozusagen geordnet werden müsste. Und ich weiß nicht, wie sowas entsteht. Ich glaube nicht, Sie hatten es angedeutet, dass man so etwas verordnen kann, also einer Gesellschaft etwas verordnen kann. So jetzt unterhaltet euch doch eigentlich mal über die Werte, sagen die tragend für eure Art und Weise der Kommunikation und des Internets Gebrauch werden soll. Also sowas muss ja entstehen, und sowas entsteht eigentlich nur dadurch, dass die Leute die Probleme leid sind, die eigentlich durch die Internetkommunikation entstehen. Und ich glaube, langsam merken wir, dass wir eigentlich diese Art und Weise, wie wir öffentlich miteinander kommunizieren, via Internet, eigentlich nicht haben wollen. Also das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber ich glaube, was man jetzt zum Beispiel an Wulff, an Theberts von Els, an Hoeneß und sowas, das sind alles schlimme Sachen passiert, die ich nicht kleinreden möchte, aber die Art und Weise, wie Menschen heute sagen, vernichtet werden, wie Leute in Kommentarspalten sagen, Menschen für unmöglich erklären und so weiter und so weiter. Also ich möchte eigentlich in so einem Umfeld nicht, also ich fühle mich da nicht wohl, aber Menschen müssen das lernen, dass sie sagen, das, was sie gesagt, die normalen Tugenden der Kommunikation, so wie wir hier miteinander reden, dass wir uns ausreden lassen, dass wir uns anschauen und dass wir uns nicht die Menschlichkeit absprechen, wenn irgendjemand mal was Falsches sagt, sollten ja eigentlich auch für Internetkommunikation gelten. Aber das müssen Menschen erst lernen und das muss man jungen Menschen beibringen. Also das muss man denen sagen, das ist eine Erziehungssache. Ja, aber ich denke mir schon auch gerade das, was wir vorhin gesagt haben, was ist die Aufgabe auch von Politik? Und ich denke mir, auch von Kirchen zum Beispiel, die einfach solche Diskussionen oder so, wie wir hier heute auch alle sitzen, und ich meine, sie sind ja jetzt eigentlich einfach, weil sie nichts Besseres zu tun gehabt haben, sondern weil sie auch das Thema interessiert und weil man einfach darüber reflektiert und nachdenkt. Und ich denke mir, diese Kultur, obwohl wir dieses Internet haben, passiert aber eigentlich viel zu wenig. Also wir reden über alles Mögliche, Grills und sonst irgendwas, aber halt eben nicht über das, was uns eigentlich auch angeht. Und ich denke mir, gerade solche Veranstaltungen, so wie heute, tragen da ein kleines Stückchen dazu bei. Aber ich denke, wenn man das einfach, also ich weiß nicht, Sie haben da vielleicht einen stärkeren Einblick. Also ich glaube, dass also in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, die so pluralisiert und so quasi auseinanderfliegt mit all den Möglichkeiten der Kommunikation, mit all den Informationskanälen, mit Fernsehsendern hier und Fernsehsendern da, dass wir also sozusagen, dass wir eine so immens große Öffentlichkeit haben, also der Marktplatz ist unglaublich groß, dass wir auf diesem Marktplatz also eigentlich den Kern von Öffentlichkeit gar nicht mehr finden können. Und das ist irgendwie eine Verständigung. In irgendeiner Weise, also irgendetwas Gemeinsames, also wo wir einen Platz finden, wo wir uns gemeinsam über die Ziele unseres Lebens irgendwie verständigen. Also was ist gutes Leben? Ja. Und natürlich hat es was für sich, dass an jeder Ecke jeder seine eigenen Vorstellungen des guten Lebens auch entwickeln kann, aber dann muss es auch irgendwie eine Gelegenheit geben, dass wir die miteinander abstimmen. Ja. Und damit wir sagen können, so wollen wir leben. Und Kirchen haben natürlich da eine Riesenaufgabe und Chance. Und da wird viel gearbeitet, noch zu wenig. Und Hochschulen haben da auch eine Chance. Und Parteien haben da und Stiftungen haben da alle eine Chance. Aber das kostet alles Geld und muss erstmal da sein. Das sollte man Google und Facebook abknöpfen, weil die sehr viel Geld mit unseren Daten verdienen, damit wir sozusagen unsere
gute Kommunikation pflegen können. Herr Heller, Sie wollten noch was dazu Enteignung, sagen. Enteignung, sage ich hier. Ja, es klang für mich so ein bisschen so, als gäbe es einen großen Mangel an Ethik oder Kultur, die irgendwie im Netz entstehen würde, um mit den diversen neuen Herausforderungen umzugehen. Und da möchte ich vehement widersprechen. Also wenn man sich die Geschichte aller möglichen Internet-Communities groß und klein anschaut, ist das eine lange Geschichte des ständigen Leute entwickeln untereinander Wertesysteme, entwickeln untereinander, was sie priorisieren an Dingen, die sie sozial haben wollen oder nicht haben wollen. Und dabei kommt natürlich vieles raus, was jetzt von außen betrachtet wenig befriedigend wirkt. Also zum Beispiel, dass die Leute sich jetzt alle in den Kommentarspalten so arg anranzen. Andererseits gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, es werden immer wieder Möglichkeiten entwickelt, damit umzugehen. Also Communities entwickeln dann halt so etwas wie Moderation oder man lernt so bestimmte hier und da mal besser oder weniger gut klappende Mechanismen, wie man soll die Leute ignorieren, wenn sie schlimme Sachen schreiben. Das alles ist vielleicht nicht unbedingt das Patentrezept, um jetzt die gesamte Gesellschaft für die nächsten 20, 30 Jahre auf die Internetflut vorzubereiten. Aber ich glaube, man hat schon hier und da über recht deutliche Mechanismen, die sich entwickeln, wie Leute erstmal in bestimmten Communities, wie meinetwegen Twitter, wie in bestimmten Diskussionsforen auf Facebook, beispielsweise auch ihre Werte durchzusetzen. Also natürlich gibt es dann so Mechanismen, die kann man bösartig Mobbing nennen. Es gibt aber auch Mechanismen, wo man dann halt sagt, wir wollen irgendwie festgelegte Regeln, die technisch durchgesetzt werden, wie zum Beispiel jemand, der zu viel schreibt, der wird dann halt irgendwann stumm geschaltet, solche Mechanismen. Und es gibt natürlich auch solche Regeln, gerade zum Umgang mit so etwas wie Privatsphäre. Also es gibt bestimmte Sittlichkeiten wie, es ist okay, wenn man irgendwie Sachen, die jemand vor 20 Jahren geschrieben hat, wieder ausgräbt, aber es ist nicht okay, aus einer privaten E-Mail zu zitieren. Es gibt da, denke ich, auch tatsächlich sehr starkes Wertlegen auf Sachen, die man so Richtung Transparenz und Post-Privacy hin interpretieren kann. Also es gibt beispielsweise diesen Mechanismus, dass wenn irgendjemand versucht, eine Information zu unterdrücken, die von einem gewissen öffentlichen Interesse zu sein scheint, dass dann die Leute es geradezu als ihre moralische Pflicht begreifen, diese Information zu multiplizieren und zu verbreiten. Und da sehe ich doch schon so eine Art Wertesystem. Es ist halt nur vielleicht nicht das Wertesystem, das wir uns aus heutiger Perspektive wünschen. Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal hinten fragen, gibt es denn Twitter-Fragen? Ja, die gibt es. Moment. Wunderbar. Wie sich das natürlich gehört im neuen Zeitalter, bin ich hier auch multimedial vernetzt in unserer Online-Ecke. Und zwar, es läuft parallel von der Stiftung ein Online-Seminar der Virtuellen Akademie. Da sind bisher zwei Fragen aufgetaucht. Eine fand ich sehr passend zum gerade ablaufenden Gespräch. Wie kann man diffamierende Darstellungen oder Bilder bei einem Provider im Inland oder Ausland entfernen lassen? Zum Beispiel Facebook. Sind hier neue Regelungen vorgesehen? Das wäre die eine. Jetzt wird das zweite Gerät aktiviert. Die zweite Frage ist etwas umfassender. Da geht es darum, ob die zunehmenden technischen Möglichkeiten nicht den Datenschutz schon komplett aufweichen. Zum Beispiel die Hardware für Google Glasses, die dann auch eine Software nach sich ziehen könnten wie Gesichtserkennung. Und momentan ist eine Diskussion, dass die Nutzer und Entwicklung die Bedenken, die dagegen gehegt werden, eher als ein Problem des sozialen Neids ansehen. Können Sie darauf antworten? Vielleicht. Vielen Dank, Frau Hirsch. Die erste Frage würde ich ja ganz gerne an die Damen oder Herren hier im Kreis abgeben, die da vielleicht den rechtlichen, den juristischen, wenn ich das etwas genauer sagen darf, Hintergrund dazu haben. Es ist sicherlich nicht ganz einfach. Ich habe schon die Bemerkung gemacht, bei Facebook gehören die Daten Facebook. Alles, was ich zum Löschen im Internet sagen kann, vielleicht kann auch der Herr Heller da Erhellendes beitragen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es lag gerade so nah. Es ist halt schon so, dass ich denke, dass es da, ich hoffe, auch seriöse Angebote gibt, auch mit entsprechendem rechtlichen Hintergrund, um so etwas sozusagen dann auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit
von bestimmten Unternehmen her oder in bestimmten Unternehmensbereichen dann auch wieder gelöscht zu bekommen. Es ist meines Wissens nicht ganz einfach, aber ich lese und höre, mehr kann ich dazu nicht sagen, dass zum Beispiel Google in bestimmten Bereichen relativ gut funktioniert. Es muss nur, glaube ich, der richtige Nachdruck dahinter sein. Den erreicht man vielleicht nicht, wenn man da persönlich hinschreibt, sondern mit entsprechendem Rechtsbeistand. Die technischen Möglichkeiten, ich will versuchen, das schnell zu machen. Ja, Google Glasses und so weiter. Der Kollege aus Kiel vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, die Datenschutzbehörde in Kiel, hat das kürzlich eine Waffe genannt. Das scheint mir auch etwas, sagen wir mal, etwas sehr zugespitzt formuliert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich denke, die technischen Möglichkeiten funktionieren ja in beide Richtungen. Also um sozusagen an die Stunde vor dieser Diskussion anzuknüpfen, es ist ja nicht so, dass Verschlüsselung per se keinen Schutz bietet. Es ist ja nicht so, dass man ein Stück weit auch sein Foto oder Ähnliches nicht bei Facebook und bei Twitter und bei 100 anderen Stellen haben muss. Klammer auf, dann funktioniert vielleicht die Gesichtserkennung bei Google Glasses dann nicht so wie erhofft, dass jetzt wirklich jeder und jede sofort mit Namen dann erkannt und zugeordnet wird. Ja, es ist also durchaus so, dass aus meiner Sicht Datenschutz auch gerade eine Chance dadurch hat, dass wir sehr viele technische Möglichkeiten haben. Also ich möchte bei der Gelegenheit, wo es auch um die technischen Dinge geht, auch nochmal betonen, wir haben die Rolle von Staaten jetzt ja noch gar nicht besprochen in unserem Kreis. Also ich glaube, was mit den Wearables und mit dem Internet der Dinge und mit den funkelnden Klamotten, Brillen, Uhren, Autos und so weiter passieren wird, und wenn man dazu noch sieht, wie groß das Interesse von Staaten ist, an diesen Entwicklungen teilzuhaben, dann entwickelt sich sozusagen dann ist seit Jahren eine komplette Vorratsdatenspeicherung schon im Gange, und die wird natürlich noch viel schlimmer realisiert sein. Also, und die Gefahr, die darin besteht, und deswegen braucht man dringend diese liberale Perspektive, ist, dass wir in totalitären Systemen liegen, wo sich Staaten mit großen Unternehmen zusammentun, weil es einfach um ein gigantisches Interesse, nicht nur monetäres Interesse geht, sondern das Ausrechnen von dem, was Menschen morgen tun werden. Und damit lässt sich nicht nur unglaublich viel Geld verdienen, sondern da kann man auch sozusagen Menschen mit manipulieren. Und es geht um Machtkontrolle, und das sind, also ich weiß nicht, ob es politische Möglichkeiten dafür gibt, aber man muss, glaube ich, das Problem einfach in der Schärfe benennen, damit wir einfach irgendwie anfangen aufzuwachen und das irgendwie versuchen zu gestalten. Hoffentlich kein Schlusswort. Na, aber vielleicht können wir noch ein paar Fragen einfach noch ins Publikum geben. Zuerst muss ich mal danken für die vielen Anregungen, Hinweise, Hintergründe. Ich habe viele der Begriffe noch nie vorher gehört. Ich selber habe auch kein Handy, das bloß mal am Rande. Aber ich möchte jetzt wissen, wenn jemand Angst hat und nach Schutz schreit, Datenschutz, wovor hat, jetzt fange ich an, mit dem Bürger, der Bürger in Deutschland Angst, dass er Datenschutz hat? Wovor? Ich möchte ausklammern das Interesse von Staatsregierungen, Spionage oder Forschung, Wissenschaft, Technik, Industrie, Werks- und Industriespionage oder auch das berechtigte Interesse unserer Sicherheitsinstitutionen, Polizei und so weiter. Wovor hat der Deutsche Angst? Ist es die Angst des gehörnten Ehemanns, dass er nicht rausfindet, wo seine Frau fremdgeht? Oder ist es die Angst des Normalbürgers, der vielleicht Online-Banking macht, dass einer ihm an sein Geld will? Ich weiß nicht. Die Frage, die ich nur beantwortet haben will, alles andere würde, glaube ich, ins Bodenlose führen. Gibt es eine Erhebung
wie viele deutsche Bürger Angst unter dem Kapitel Datenschutz haben und vielleicht sogar noch wovor im Einzelnen. Wir sammeln aber jetzt erst noch ein paar Fragen, nur damit wir das dann einfach ein bisschen kompakter. Also ich glaube, dass eine wirkliche Ethik gar nicht gut möglich ist, weil alle reinschreiben können, gegen jemand, über jemanden und dazu keinen Mut brauchen. Wenn man jemandem Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, wird man nie so ungezogene und üble Sachen reden, als wenn man im Internet, man sitzt vor seinem Computer völlig allein, man kann über den jede Boshaftigkeit schreiben und braucht keinen Mut. Und ich sehe das als Grundübel für die ganze Angelegenheit, dass Menschen einfach vernichtet werden im Internet. Jetzt habe ich eine Frage, hat die grundsätzliche Politik nicht die Pflicht, Informationen weiterzugeben. Das setzt aber voraus, dass die Politik auch informiert ist, also alle unsere Abgeordneten und so weiter. Nämlich, ich denke, man kann nicht alles durch Verbote oder Gebote einfach begrenzen. Aber ich denke, der Bürger muss auch aufgeklärt sein. Und das kann man nur, indem man Informationen weitergibt. Und die kann ich nur global bekommen, muss man nicht jedes Einzelne aus dem Internet rausziehen. Müsste es nicht sein, dass die Politik weitaus, wie ich jetzt die NSA, das hätte nie passieren dürfen. Wie sehen Sie das, Frau Hirsch? Das würde mich wirklich mal interessieren. Gibt es noch Fragen? Hier vorne waren, glaube ich, auch noch. Ich war heute Abend zweimal etwas perplex. Das eine Mal bei Herrn Heller. Ich hatte nämlich das Programm gelesen und habe gedacht, oh, da hat mal jemand eine schöne Satire geschrieben. Herr Heller meint es aber ernst. Das hat mich verblüfft. Dann bei Herrn Professor Filipowitsch, als er sagte, unsere heutigen Begriffe von Privatheit sind sozusagen ein Relikt, so habe ich es verstanden, aus der Zeit der bürgerlichen Gesellschaft. Also ich meine, der Weg vom System Metternich zur bürgerlichen Gesellschaft war ein Weg des Fortschritts. Und ich möchte nicht, dass er zurückgegangen wird. Und deswegen lege ich großen Wert auf die Privatheit und auf ihren Rang in der Gesellschaft. Danke Ihnen. Ich habe eine Frage an Herrn Landvogt. Und zwar, ich meine, wir rühmen uns hier in Deutschland immer unseres Datenschutzrechts. Aber glauben Sie, dass wir mit dem Recht, was wir im Moment haben, wirklich die Firmen erwischen, die sich daran nicht halten und auch entsprechend abstellen können, solche Sachen? Ich denke, ich glaube, Sie sind jetzt alle auch einfach einmal angesprochen worden. Vielleicht fangen wir mit Ihnen, Herr Landvogt, einfach an und machen einfach noch eine Runde. Ich kann jetzt den Damen und Herren hier neben mir natürlich einen Gefallen tun oder besser auch keinen, indem ich versuche, gleich alle Fragen zu beantworten. Nein, immer schön jeder sein. Ja, es ich bin bei verschiedenen Punkten schon versucht, ein bisschen was noch zu sagen. Fangen wir ganz zum Schluss an, meine Damen und Herren. Ja, sage ich mal zunächst. Ne? Es ist vielleicht, und da will ich jetzt gar keine einzelne politische Partei, es sollen ja auch in diesem Raum bestimmte politische Parteien sozusagen anwesend sein, da will ich gar keine Partei angucken, aber das Recht, wie es jetzt sich heute darstellt in Deutschland, ich will es mal ganz kurz für die, die es vielleicht alle nicht wissen, sagen, ist so, dass wenn Sie in München ein Problem mit einer Versicherung haben, und ein Datenschutzproblem, dann müssen Sie natürlich rauskriegen, ob die ihren Sitz in Frankfurt, Hamburg oder Köln hat. Denn je nachdem ist es der Datenschutzbeauftragte in Düsseldorf, Hamburg oder bei Frankfurt wäre es dann Wiesbaden, der da zuständig ist. Ne? Nur in Bayern, die kleinen Schlenker darf ich noch machen, gäbe es dann auch noch zwei Behörden, da wäre es dann nicht der Landesbeauftragte für Datenschutz, sondern das Amt für Datenschutzaufsicht in Ansbach. Die Adresse ist sehr schön, die sind dort im Schloss. Ich war leider noch nie da, aber vielleicht klappt es mal. So, aus meiner persönlichen Sicht, ich sage das mal ganz vorsichtig, wenn ich da persönlich hinzufüge, ist es schon ein bisschen vielleicht eine gewollte Konstruktion, ja? Denn dadurch wird schon die Aufsicht über die Wirtschaft nicht besonders schlagkräftig. Und ich stimme jetzt nicht dem allerersten Redner mit der Angst mit dem Datenschutz zu, aber ich sage trotzdem was in diese Richtung jetzt.
Ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, dass wir eine Bundesbeauftragte haben, die hat auch nur 90 Beschäftigte insgesamt. Die ist aber sozusagen nur zuständig, danach zu gucken, ob das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge irgendwo was verkehrt macht, weil da, das weiß ich, bei einem Kurs Deutsch für Ausländer irgendwo die Daten rumliegen, wo sie nicht rumliegen sollen, die Daten der Teilnehmer, was auch immer. Und ist sicher auch, was wichtiger ist, und da bin ich sozusagen im Widerspruch zu dem allerersten Beitrag, ist sicher auch wichtig nachzusehen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz alles aufhebt oder vielleicht ein Bundeskriminalamt alles so an neuer Technik zur Verknüpfung ganz, ganz vieler Datenbereiche plant. Durchaus alles Dinge, die es so in der einen oder anderen Form heute gibt. Auf der anderen Seite haben wir hier alle jetzt 100-mal Google gesagt, ich sage jetzt einfach auch mal Microsoft, die machen eigentlich genau dasselbe, ne? Die wollen natürlich das Word jetzt mit 365 dahinter verkaufen, dann sind ihre Daten eh schon bei Microsoft, am liebsten dann gleich im Ausland und. Will sagen, die anderen generieren halt über diesen Weg, nämlich des Datenhandels, heute nicht so viele Gewinne, aber natürlich würden die das alle genauso gern. Ja, das kann ich auch belegen, dass das so ist. Und das ist bei Microsoft genauso wie bei ganz, ganz vielen anderen. Da gibt es keine guten oder den einen guten oder bösen oder sowas. Aber die Aufsicht über diese Firmen, ne, ich kriege ja auch Anfragen, ne, warum hat Microsoft in den AGB, warum hat Adobe jetzt im Acrobat-Reader das nach Haus telefonieren und. Das, was ich dann sage, ist, wende dich an die Datenschutzaufsicht in dem passenden Bundesland. Ja. Und da sitzen dann bei allem Respekt vor den Damen und Herren dort, sitzen dann erstaunlich kleine Gruppen, die zuständig sind für den Datenschutz über die Wirtschaft. Ja, insoweit sehe ich da durchaus ein großes Ungleichgewicht. Ich will nicht den Kollegen, den ich vor Jahren mal aus Dänemark getroffen habe, jetzt hier sozusagen als Vorbild zitieren. Der hat mal gesagt, wir kontrollieren in Dänemark, in Kopenhagen kaum die staatlichen Stellen, denn die sind ja von vornherein gehalten, sich an Gesetze zu halten. Wir kontrollieren vor allem die Wirtschaft. Aber so ein klein wenig tendiere ich auch in diese Richtung. Also als Bundesbeauftragte für den Datenschutz will ich noch ganz schnell Folgendes sagen, weil das mir wirklich Spaß macht. Als Bundesbeauftragte für Datenschutz arbeite ich natürlich mit allen Landesdatenschutzbeauftragten gerne und sehr kollegial zusammen. Aber als Bundesbeauftragte auch, denke ich, das gilt sicher auch für Frau Vosshoff, werde ich öffentlich nie sagen, dass eine große Zusammenlegung, Zentralisierung oder was auch immer oder das sonst wie Verstärken dieser Situation, was ja sicher in der einen oder anderen Form alle LFDs, auch den Bundesbeauftragten für Datenschutz betreffen, beeinflussen, in seiner Struktur deutlich verändern würde. Das soll dann doch bitte die Politik richten, um zu klären, wie sozusagen die Rahmenbedingungen für diese Aufsicht aussehen. Ich darf noch ganz schnell hinzufügen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil vorhin das Wort NSA gefallen ist. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben da auch nicht sehr lange drüber gesprochen, obschon ist ja, glaube ich, da oben, wer schützt unsere Daten, und da steht ja sozusagen irgendwie auch ganz klein NSA drunter. Meine Überzeugung ist, es ist nicht so, dass uns wirklich sozusagen das Schielen auf die NSA hier hilft. Da muss ich auch nochmal sozusagen, ähnlich vielleicht wie bei Google, andere nehmen. Ja? Es geht nicht darum, selbst der Bundesinnenminister, der jetzige zumindest, hat ja Zweifel, ob ein Abkommen mit der USA, ne? Ich meine, so als Bürger fasst man sich ja an den Kopf, ne? Wir beide wollen nichts mehr übereinander rauskriegen, ne? Gleich google ich Ihren Namen, ne? Aber das werden Sie ja nicht merken, ne? Also, ne, was solche Abkommen in Gänsefüßen denn überhaupt bringen sollen oder würden, das ist äußerst, äußerst fragwürdig. Aber ich will trotzdem den Blick noch mal ein bisschen weiten, ne? Es ist so, ich will nicht das Wort Schurkenstaat in den Mund nehmen, aber wir haben jede Menge totalitäre Systeme in der Welt. Und es ist natürlich so, dass sich ganz, ganz viele, einschließlich vielleicht irgendwelcher korrupter Unternehmen, jetzt will ich ganz bewusst keines nennen, ich weiß auch keines, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, für Daten interessieren, wenn sie denn an sie drankommen. Und deshalb ist es nicht allein die NSA, die sozusagen Daten sammelt, sondern sind es auch ganz, ganz viele andere. Das heißt, wir müssen das tun, was sozusagen schon hier von Herrn Schulz sozusagen gesagt wurde. Wir müssen uns selber schützen. Ja? Wir, die Wirtschaft, auch jeder Einzelne von uns. Darf ich Sie jetzt alle noch um ein kurzes Statement und eine Beantwortung der Frage bitten? Ich glaube, das Buffet wartet auch dann schon auf uns. Ja. Ich habe schon Zeichen bekommen. Entschuldigung. Dann
versuche ich die Fragen einfach zusammenzufassen. Ich glaube, das eine, und das sage ich eher sozusagen als Psychologin, ich habe Psychologie studiert, als Politikerin. Was könnte es denn die Leute sozusagen für überhaupt ein Problem sein, wenn man sozusagen das Verhalten, Daten und so weiter alles hat? Was wir tatsächlich aus der Psychologie wissen, ist in dem Moment, wo Menschen wissen, dass ihr Verhalten beobachtet wird, registriert wird, verändern wir unser Verhalten. Und das ist eigentlich die Gefahr. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht mehr offen mich mit jemandem unterhalten kann, mir überlege, rufe ich sie jetzt an oder könnte dann vielleicht Frau Pilz aus irgendeinem Grund ein Problem damit haben. In dem Moment, wo ich mein Verhalten anfange zu verändern, nicht mehr frei entscheiden kann, wie ich mich verhalte, das ist das Problem und das gilt es zu verhindern. Das ist eben auch genau der Punkt und das ist auch letztendlich das Interesse von Unternehmen, von Staaten, warum sie diese Daten haben wollen. Es ist Macht, es ist die Manipulation vom menschlichen Verhalten. Entweder damit mein Produkt verkauft wird, damit ich das Richtige anbieten kann, damit sie nicht mehr demonstrieren, damit sie nicht mehr die und die Meinung äußern. Darum geht es. Es geht im Prinzip darum, über die Macht des menschlichen Verhaltens zu gelangen, das eben durch Daten einfach möglich ist. Und das ist mehr oder weniger ja, angstbesetzt bei ein oder anderen mehr, bei anderen weniger. Ich kenne eine Umfrage, das sind allerdings, muss man sagen, sozusagen tendenziell liberale Wähler. Da ist es bei denen tatsächlich ungefähr 35% liberal affiner Wähler sagen, es ist für mich ein Thema. Wobei man auch nochmal einen Unterschied machen muss, das wissen wir auch aus der Psychologie, zwischen dem, dass Menschen sagen, es ist für mich ein Thema und ich bin dann wirklich bereit, mein Verhalten zu ändern. Also will heißen, Sie sitzen heute hier, Sie haben von Herrn Schulz gehört, Sie sollten vielleicht das ein oder andere Programm auch nutzen. Manchmal ist es schon sehr hilfreich, einfach nur im Vierteljahr das Passwort zu ändern. Aber dass Sie es dann tatsächlich machen, dieses Umsetzen, das Verhalten ändern, das ist einfach nochmal ein Schritt weiter und der passiert meistens erst dann, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist, wenn eine Notwendigkeit da ist, wenn Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das ist zwar immer sehr schade, aber Menschen sind halt einfach etwas träge in dem Sinn, hassen eigentlich Veränderungen. Und das ist vielleicht auch so der Abend meines Erachtens, der das gebracht hat. Warten Sie nicht darauf, dass Ihnen erst was sozusagen eine schlechte Erfahrung Ihnen jetzt die Notwendigkeit aufzeigt, sondern beschäftigen Sie sich mit dem Thema auch auf eine gewisse Weise locker und spielerisch. Es hört sich alles immer sehr technisch und sehr kompliziert an, aber man kann auch Schritt für Schritt einfach reinwachsen. Also ich glaube, man darf auch keine Ängste davor haben. Einfach mal reingehen und dann sind Sie nämlich auch schon einen Schritt weiter als viele andere Kolleginnen und Kollegen, Freundeskreis. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt, das proaktiv anzugehen und nicht erst warten, bis man wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht hat und sich mit dem Thema dann auseinanderzusetzen. Ein wunderbares Schlusswort, das erspart mir das Schlusswort. Vielleicht, dass wir uns einfach danach, also wir sind ja alle noch da und vor allem hier auch die Diskutanten, dass wir uns dann einfach noch später noch ein bisschen austauschen in kleineren Kreisen. Ich würde gerne noch mein Mikrofon sozusagen an Frau Pilz weitergeben, die einfach noch ein paar Schlussworte, oder geht das? Ja, oder machen wir so? Das schaffe ich gerade noch, vielen Dank. Okay. Eins ist, glaube ich, sicher heute Abend bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, gehören Ihre Daten auch nach diesem Abend immer noch Ihnen. Da unterscheiden wir uns von anderen hier genannten Anbietern. Und ich kann nicht wie Eric Schmidt, also der Google-Chef, sagen, dass ich weiß, was Sie gleich tun. Aber ich kann Ihnen ein Angebot für die Stiftung machen, dass es draußen nämlich noch was zu essen und zu trinken gibt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das noch mit uns teilen könnten. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über dieses spannende Thema zu informieren, uns Fragen zu stellen, mit uns zu diskutieren. Und ich habe eine Ahnung, dass es gleich draußen immer noch spannend bleibt. Und meine Damen und Herren, was auch immer Sie heute Abend machen, ob Sie die Gardinen zumachen, weil Sie wollen, dass Privates privat bleibt, oder wie vielleicht der ein oder andere hier auf dem Panel, weiß ich nicht, die Gardinen auflassen, weil Sie sagen, kann auch jeder sehen, was ich mache. Das ist Ihnen überlassen, aber ich glaube, Sie haben ein paar Eindrücke mitgenommen, warum das eine gut sein kann oder auch nicht. Und zum Schluss möchte ich mich, liebe Nadja, liebe Frau Zimmer-Helfrich und sehr geehrte Herren, bei Ihnen bedanken, dass Sie hier auf dem Panel bei uns gewesen sind. Und keine Angst, das, was Sie jetzt von mir bekommen, ist keine Empfehlung für die bevorstehenden Europawahlen, natürlich nicht.
sondern ein Zitat des athenischen Politikers und Feldherrn Perikles, das manche Aspekte unserer heutigen Diskussion und das Wort ist heute Abend auch schon gefallen, ganz gut zusammenfasst, denn es geht um den Mut. Denn zweifelsohne ist das Konzept der Privatsphäre eng mit dem der persönlichen Freiheit verbunden und die Freiheit zu wählen, wie viel jeder Mensch von sich und seinem Leben preisgeben will. Und Perikles fasst das zusammen eben mit dem Stichwort Mut, ist eins meiner absoluten Lieblingszitate, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Sie bekommen das noch in Schiefer gemeißelt, garantiert ohne Trojaner, ohne RFID-Chip. Und die Stiftung weiß auch nicht, was Sie hinterher damit machen. Aber wir würden uns freuen, wenn Sie es in Ehren halten. Und ich bin überzeugt, dass wir uns gleich noch draußen treffen, um weiter zu diskutieren. Vielen Dank.